Der englische Hersteller Triumph ist für seine charakterstarken Bikes bekannt und sorgt regelmäßig mit außergewöhnlichen Maschinen für Gesprächsstoff. Die Street Triple, das neueste Modell aus Hinckley, ist wieder so eine Maschine. Mit ihrem 675 Kubik Dreizylinder und ihrem aggressiv individualisierten Look soll es die Street Triple mit der Konkurrenz aus Japan und Italien aufnehmen. Mit ihren zahlreichen Stärken könnte dieses leistungsstarke Bike mit starker Ausstrahlung zum König der 600er Roadster werden. Originell ist an der Street schon allein der perlmuttweiße Lack. Ein leuchtendes Grün und ein klassisches Schwarz stehen auch zur Wahl. Das moderne Design mit sehr kurzem Heck und kraftvollen Formen findet in den markanten Auspuffendrohren unter dem Sattel einen gelungenen Abschluss. An vielen gelungenen, ausgearbeiteten Details erkennt man, dass Triumph um eine exzellente Verarbeitungsqualität bemüht war. Von der großen Schwester mit 1000 Kubik stammt der charakteristische Doppelscheinwerfer. Der Dreizylinder von Triumph stellt eine clevere Lösung dar. Er vereint die Vorteile eines Vierzylinders in puncto Elastizität mit denen eines Twins in puncto Charakter und Fahrerlebnis. Dieser ultrakompakte Antrieb mit Wasserkühlung verfügt über eine Kraftstoffeinspritzung. Er hat 106 PS bei 11.700 Umdrehungen pro Minute. Der Leichtmetall-Rückenrahmen stammt von der Daytona 675. Die Street ist folglich sportlich steif und hat ein dynamisch agiles Fahrverhalten. Die Upside-Down-Gabel mit großem Durchmesser ist unverstellbar. Die beiden Bremsscheiben samt traditionellen Bremssätteln an der Front tun in jeder Lage zuverlässig ihren Dienst. Das Hinterrad wird von einer herrlichen Schwinge aus hydrogeformtem Leichtmetall geführt. Auf die 17 Zoll Felge ist ein 180er Reifen aufgezogen. Eine Bremsscheibe sorgt für Verzögerung. Der ziemlich schmale Sattel und der breite, aber nicht zu breite Lenker ermöglichen eine intuitive Sitzposition. Das Cockpit mit dem großen Drehzahlmesser und den Digitalanzeigen ist äußerst komplett. Nur die Ziffern sind etwas klein und schwer ablesbar. Zwischen 1500 und 6000 Touren ist die Street ein nettes Motorrad. Agil und leichtgängig. Jenseits dieses Bereichs legt sie richtig los. Der Sound der Abgasanlage wird rauer und wilder. Die Antriebskraft ist irre. Und dank des bis 1300 nutzbaren Drehzahlbands hat man richtig viel Spielraum nach oben. Da geht es richtig flott dahin und die Gashand zockt unermüdlich. Der Motor ist äußerst geschmeidig, sodass man nicht allzu häufig auf das etwas hart zu schaltende Sechsganggetriebe zurückgreifen muss. Sprich, Riesenfahrspaß ist angesagt bei der Suche nach der richtigen Fahrlinie bei passender Drehzahl. Bei Regenwetter, wie im Test, verhindert die äußerst progressive Kraftentfaltung des Wegrutschen des Hinterrads. Die Bridgestone BT014 Reifen bieten zudem den nötigen Grip. Die etwas einfach ausgelegte Aufhängung stößt teilweise an ihre Grenzen. Auf schlechtem Untergrund wird die Street unruhig und verliert an Glanz. Angesichts ihres attraktiven Preises von 7.600 Euro und all ihrer Qualitäten besteht für die Konkurrenz Anlass zur Sorge. Nach dieser Testfahrt wünschen wir diesem Bike eine große Zukunft.